Moin und herzlich willkommen zur aktuellen Videoausgabe in der Forex-Sektion der Formationstrainer am Dienstag, dem 12. März 2013. Und fangen wir heute untypisch nicht mit Euro-Dollar an, nicht mit EUP an, sondern australische Dollar, japanische Yen. Wenn Sie unsere Videos geschaut haben, dann wussten Sie, oberhalb dieser horizontalen Marke im Bereich der 97,50 ist eine potenzielle bullische Bewegung deutlich wahrscheinlicher. Und das, was im Chart stand, das macht der Markt auch, macht diese bullische Bewegung. Wir müssen aber auch uns darüber im Klaren sein, dass der japanische Yen heute gegenüber allen Währungen gestiegen ist, durchaus auch sehr deutlich, nur gegenüber dem australischen Dollar kaum verändert. Hier australische Dollar gegenüber dem japanischen Yen nur minus 0,17%, gehört auch zu den dynamischsten Pärchen der letzten Tage mit der dynamischsten Bewegung. In meinem Dafürhalten ist es kein Zufall, dass wir hier dieses Pärchen rausgepickt haben, weil wir anhand unterschiedlicher Indikatoren, Oszillatoren, das, was Sie im Chart sehen, und mit unterschiedlichen Einstiegsstrategien eben immer wieder solche Pärchen Ihnen raussuchen können. Wenn Sie in der Lage sein möchten, selber solche Pärchen rauszusuchen, sind Sie herzlich eingeladen, uns zu kontaktieren. Über die Formationslehre lassen wir Ihnen gerne weitere Informationen dazu zukommen. UUP haben wir auch gestern miteinander darüber gesprochen, dass dieser Markt nicht bärisch ist, solange hier die K&D-Linie umeinander geschlungen sind, oberhalb der 80er-Marke. Entweder schafft es jetzt der Markt hier mit dieser Kerze das höhere Hoch zu machen, diese bullische Bewegung nach oben fortzusetzen. Das stört auch gerade das zurückkommende Momentum weniger. Deutlich entscheidend, dass diese K&D-Linie, die umeinander geschlungen sind, dann haben wir Potenzial, dann unser Gap auch ganz zu machen im Bereich der 22,65, bevor dann möglicherweise ein größerer Pullback zustande kommt, beziehungsweise vielleicht auch eine Trendumkehr. Aktuell spricht hier überhaupt nicht zu einer Trendumkehr. Aktuell möchte man den US-Dollar bullisch sein und nicht bärisch sein. Der hat hier jetzt aus Sicht eines Swing Traders auch nach wie vor weiteres Potenzial. Wenn man sich Euro-Dollar anschaut, wir haben eine bärische Bewegung gemacht und jetzt sind wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tage in einer zu groß geratenen Seitwärtsrange und das ist dann irgendwann mal auch wieder mehr bärisch, als dass es bullisch ist. Klar kommt das Momentum nach oben. Wenn wir nämlich in so eine Seitwärtsrange laufen, dann kommt das Momentum immer nach oben. Entscheidend ist hier eben die K&D-Linie umeinander geschlungen, unterhalb der 20er-Marke. Und das, was wir zuletzt immer wieder miteinander besprochen haben, nämlich, dass diese Zone im Bereich der 200-Tage-Linie wahrscheinlicher ist, das sehen wir auch nach wie vor. Was wir nicht sehen, ist, solange wir nicht hier über die 1,3130 gehen sollten, dass der Markt hier in Richtung 1,33 marschieren sollte. Bitte seien Sie nicht zu schnell und nicht schneller als der Chart. Es gibt immer wieder Analysten, die dann bei der ersten bullischen Kerze Ihnen sagen, jetzt geht der Markt an die 1,33, zuletzt auch wieder passiert. Entscheidend ist aber, erst muss es im Chart drinstehen und solange es im Chart nicht drinsteht, kann es auch kein Analyst lesen. Und darum gilt es auch die Charttechnik zu beachten und zu respektieren, dass hier, solange wir nicht über die 1,3130 gehen, solange wir nicht über die 20-Tage-Linie gehen, ist mehr bärisch, als dass es bullisch ist. Und dann ist eher die 200-Tage-Linie aktiviert worden. Ebenfalls in unsere präferierte Richtung gelaufen ist Euro gegenüber dem australischen Dollar. Wir hatten die 20- und die 50-Tage-Linie bärisch aufgelöst gehabt. Wir waren im Bereich dieser aufsteigenden Trendlinie und hatten dann per Tagesschlusskurs die aufsteigende Trendlinie bärisch aufgelöst. Wir hatten gesagt, konservativ dann auf jeden Fall hier den Schatten noch abwarten, bevor man hier bärisch in den Markt hineingeht. Wir haben mittlerweile eine K&D-Linie umeinander geschlungen unterhalb der 20er-Marke. Wenn der Markt hier seine bärische Bewegung fortsetzen möchte, dann haben wir Potenzial an die 1,2520 heranzulaufen. Andere Möglichkeit ist natürlich mit dieser ausgedehnten Bewegung, dass der Markt noch einmal ein bisschen Luft holen möchte mit der Unterstützung der 100-Tage-Linie, bevor eine Fortsetzung zustande kommt. Aktuell sieht dieser Markt deutlich mehr bärisch aus, als dass es bullisch aussieht. Ebenfalls sehr schön in unsere präferierte Richtung gelaufen war Cable britische Pfund gegenüber dem US-Dollar. Wir hatten hier eine aufsteigende Trendlinie, eine horizontale Marke fast, wenn Sie so wollen, die ist bärisch aufgelöst worden. Dann hatten wir miteinander besprochen, dass hier der Markt übergeordnetes Potenzial jetzt hat, sogar über den Wochenchart, auch wenn ich Ihnen das über den Tageschart sage. Wir haben mittlerweile über 450 Pips hier in diesem Markt gesehen. Wir machen jetzt immer längere Schatten nach unten, die Körper werden immer kleiner. Wir haben aber die K&D-Linie, die sind umeinander geschlungen unterhalb der 20er-Marke. Die Frage ist, was ist Ihre Strategie? Also, wenn Sie jetzt Ihre Gewinne nicht mehr abgeben wollen, Schatten oberhalb dieser Doji-Kerze setzen und dann abwarten, bis wohin der Markt dann vielleicht einen Pullback machen möchte, wenn Sie Swing Trader sind, über die Woche
haben wir nach wie vor bärisches Potenzial. Die Frage ist natürlich, wenn wir hier ein Pullback machen sollten, wird es eine größere Pullback-Bewegung sein oder nur eine kleinere Pullback-Bewegung sein? Wenn es eine kleinere Pullback-Bewegung ist, dann ist auch nochmal weiteres Potenzial, dass hier der britische Pfund dann nochmal gegenüber dem US-Dollar Abgaben haben wird. Ähnlich sieht es auch beim britischen Pfund gegenüber dem australischen Dollar. Da haben wir miteinander gesprochen, nachdem der Markt hier ein Pullback gemacht hat mit dem tieferen Tief, dass man hier in den Markt reingehen konnte. Hier ebenfalls mittlerweile 450 Pips. Hier auch die K&D-Linie umeinander geschlungen unterhalb der 20er-Marke. Der Markt ist aktuell bärisch. Über den Tag ist er auch vielleicht überverkauft, aber es gibt überhaupt keinen Grund, Art 1 jetzt bullisch zu werden, Art 2 nicht einfach die Position wegwerfen, sondern da sich die Möglichkeit geben, dass das hier weiter in unsere Richtung laufen kann. Der Knochenbrecher US-Dollar, japanische Yen hat ja sehr viel Dynamik gezeigt zuletzt. Dann ist der Markt kurz zurückgekommen an diese aufsteigende Trendlinie und dann haben die Bullen wieder diesen Markt gekauft und wir generieren jetzt mittlerweile sogar ein höheres Hoch im Vergleich zu diesem Hoch. Allerdings schaffen wir es nicht mehr im Moment, um das höhere Hoch zu machen, sondern wir machen ein tieferes Hoch. Das hier sicher kein bärisches Setup, nämlich eine bärische Divergenz ist kein Handelssignal, zumal die Woche zwar sehr stark, sehr bullisch gelaufen ist, aber auch eben sehr bullisch aussieht. Wenn man hier irgendetwas traden möchte, dann kann man das eventuell über die kleinere Zeiteinheit machen. Wenn der Markt nämlich hier diese Zone im Bereich der 95,50 bärisch aufgeben sollte, dann haben wir Potenzial, an diese innere Trendlinie ranzulaufen im Bereich der 94,70 über den Stundenchart. Und da kommt ja auch die 200-Stunden-Linie gerade näher und da wird hier schon größere Unterstützung sein. Und da müssen Sie, auch wenn Sie das traden, in der Lage sein, über die kleinere Zeiteinheit Ihr Stop-Loss anzupassen. Haben Sie besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit, wenn Sie mögen. Das nächste Update zu den Forexes gibt es morgen wieder, genauso wie wir morgen wieder mit einer Rohstoff-Tagesausgabe für Sie da sein werden. Mein Name ist Hamed Esnachari alias Wolke